Hier können wir das mal ausprobieren. Machen wir mal Sound an vielleicht. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute mal ein kleines Abendvideo noch zusätzlich rausgehauen, denn es kamen eben gerade noch neue Updates oder Features hinzu zum Spiel, was ja doch relativ nützlich ist an vielen Sachen und was ihr unbedingt auch wissen solltet, ja. Und eine Sache davon hatte ich morgen im Video schon, ich habe schon für morgen ein Video aufgenommen, schon gesagt. Und ja, das war dieser ambiente Sound im Hintergrund von Schmiede, Hexe, Arena und so weiter und so fort. Da habe ich mich gewundert, wo das herkommt. Das ist neu. Ja, wundere ich mich morgen auf jeden Fall, wo das herkommt. Das ist eine neue Sache. Und wir fangen mal direkt an mit ja, den neuen Sachen, die halt ins Game hinzugekommen sind. Und zwar, ja, allgemein Hintergrund bzw. ambiente Sounds, das ist das, was ich gesagt hatte. Chat unterscheidet nun in einer Meldung zwischen Spieler, hat Gilde verlassen, und ist aber nicht so wichtig, das Beste kommt noch, passt auf. Infomail, ja, des Betreibers beim Login haben nun Datumsanzeige. Sammelalbum in der App wird beim Charakter nun ein entsprechender Button. Sammelalbum angezeigt, ist auch ganz nice. Und jetzt kommt das Wichtigste, was ihr alle beachten solltet, und zwar Feature hinzugefügt: Hexe, Items der Turmbegleiter sind nun bei der Hexe verzauberbar. Ja, das ist richtig nice. Das ist mit das beste Update, was sie ja so mal nebenbei so hinzugeschmuggelt haben. So ein ganz kleines, aber dennoch sehr effizientes Update. Und ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie sehr ich gestruggelt habe, richtige Sachen für meine Begleiter zu finden, da die und da dann auch noch ja, die richtigen Sachen dann drauf zu haben. Jetzt, ja, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, einfach mal gucken wir mal, wir fangen mal hier im Zauberladen an. So, da haben wir jetzt hier meine normalen Sachen, die jetzt alle so angelegt sind, ne? Die sind ja natürlich alle verzaubert so, ne? Und manchmal vergisst man das dann halt auch, die Sachen vorher zu verzaubern, wie zum Beispiel den, auf den Waffen Crit-Schaden. Und wenn man die dann ins Klo schmeißt, um vielleicht eine Bertram-Waffe zu bekommen, ja, weil man dann vielleicht gerade für Bertram eine braucht, und dann 5% mehr Schaden da drauf zu haben, da müsst ihr nicht mehr vorher darauf achten, dass ihr die verzaubert, sondern ihr könnt das Ganze jetzt auch im Nachhinein verzaubern. So, hier haben wir jetzt den Reaktionswert zum Beispiel auf den Handschuhen. Also ist halt nur wichtig bei der Waffe und bei den Handschuhen eigentlich so, ne? Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel die Kunigunde. So, hier haben wir einen Bogen, da fehlt mir aber die 5% Crit-Chance drauf. Und bei den Handschuhen fehlt mir auch der Reaktionswert. Das heißt, dass meine Kunigunde als erstes angreift. So, das hat mich sehr, sehr viel... ja, das hat mich schon sehr, sehr viel gekostet, sag ich mal so. Und jetzt können wir einfach hier bei der Hexe die Waffe verzaubern, zack, und hat hier, hallo, verzauber deine Waffe, und, ja, das würde ich gerne machen. Okay, also anscheinend geht es hier noch nicht, kann aber auch vielleicht daran liegen, dass die ganzen Sachen auf Welt 1 soeben released worden sind und auf den anderen Servern noch folgen. Aber in der Theorie ist es auf jeden Fall möglich. Hier mit den Handschuhen könnten wir jetzt auch eigentlich verzaubern. Und es klappt leider nicht. Ja, das ist denn, das liegt dann wahrscheinlich noch daran, dass das Ganze hier noch nicht auf den Servern aufgespielt worden ist. Ich hatte gedacht, das klappt jetzt schon, weil ich halt die ambiente Sounds im Hintergrund auch gehört hatte. Und deswegen dachte ich, dass diese Updates vielleicht auch schon klappen. Aber lasst euch versichert sein, dass ihr jetzt auf jeden Fall ja, bei der Hexe hier durchswitchen könnt. Und ihr seht halt, aha, es wird halt schon angezeigt. Hier kann ich halt bei meinem Main nichts mehr verzaubern. Hier kann ich noch alles andere verzaubern. Ich meine, sowas wie Bier und sowas bringt natürlich beim Bertram nichts. Aber wie gesagt, die Handschuhe und die Waffen sind halt das Wichtigste. 5% mehr Crit-Schaden und als erstes angreifen. Das sind die Sachen, die ihr auf euren Begleitern haben wollt. Und das könnt ihr jetzt auch im Nachhinein verzaubern und müsst nicht darauf achten, dass ihr es im Vorhinein
verzaubert und dann ins Klo schmeißt und drauf hofft, aha, da kommt jetzt eine Kundi-Waffe raus und da habe ich schon meine 5% Crit drauf, weil das kostet ja auch immer 10 Millionen Gold, um das zu verzaubern, ja, und dann habt ihr halt nicht mehr die Chance, eine Kundschafterwaffe zu kriegen. Sehr genial, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Bestes Update, was ich bisher so, ja, finde von den ganzen Features, die jetzt hinzugekommen sind. Dann haben wir noch, Pets haben nun Sounds, wenn sie gefüttert werden. Ist auch ganz nice, abhängig von der Güte. Okay, also das ist auch nice to have. Hier können wir das mal ausprobieren. Machen wir mal Sound an vielleicht. Alter. ja, gut. ist ja eine Cloud Fiesta hier. Alter. Okay, Alter, wir machen mal den Sound schnell wieder aus. Digga, was? Also das meinte ich halt mit diesen Ambiente-Sounds, die sind halt schon auf den Servern drauf, so, ne? Und da dachte ich, dass das vielleicht auch schon geht auf meinem Server hier. Ja, gut, also Sounds auch. Dann wurden ein paar Änderungen vernommen, aber wie gesagt, das Wichtigste sind so die Features, die da hinzugekommen sind. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das alles noch durchlesen. Was noch sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel hier der Fehler beim Schmied. 3 Stats Epic mit Runenkosten bei Verbesserung bei dem Preis. Verbesserung den Preis von 5 Stats Epics. So, dann stehen hier noch ein paar Punkte und dann wurde hier nochmal was angefügt hier nebenbei, weil da war halt vorher gewesen, dass die Epics mit Runen noch mehr wohl gekostet haben, dass die noch mehr irgendwie beim Verbessern gekostet haben und die nachher, wenn man die plus 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal verbessert hat, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann, irgendwie so. Aber ja, fand ich sowieso bisher, also weiß ich nicht, wer die Sachen 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal verbessert, keine Ahnung, was man davon haben soll, weil man switcht die Items ja irgendwann sowieso wieder raus aus dem Inventar. Und aus dem, was man halt hier angelegt hat, ja, weiß ich nicht. Also Leute, die jeden Tag vielleicht, keine Ahnung, 5 Epics zerlegen oder so, haben vielleicht die Ressourcen, aber der Otto-Normalspieler hat das Ganze natürlich nicht, ne? Gut, aber ist auf jeden Fall auch nice, dass das hier passiert ist und wie gesagt, noch viele andere Fehler behoben, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Achtet drauf, dass, falls ihr morgen bei euren Begleitern, eure Sachen hier verzaubern könnt und so weiter und so fort. Und das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.